Allgäu TV Spezial. Einmal vom Allgäu nach Spanien, nach Russland oder Großbritannien. Fliegen ist eine Reisemöglichkeit, die jedes Jahr über 3 Milliarden Menschen wahrnehmen. Ob geschäftlich oder privat. Fliegen ist heutzutage kein Wunder mehr, sondern genauso normal wie Busfahren. Doch eben nicht für alle, denn viele Menschen in Deutschland leiden unter Flugangst. Auch Lena Radchen hat die letzten 2 Jahre damit gelebt. Ich hatte meinen ersten Flug nach Bulgarien und davor hatte ich schon ein mulmiges Gefühl so ein bisschen gehabt. Und während dem Fliegen dann gab es Turbulenzen und so stark, dass es auch Personen betroffen hat. Und dann gab es ein Riesengeschrei im Flugzeug. Es wurde nach einem Arzt gerufen und es kam auch tatsächlich zu einem Kreislaufkollaps und eine große Aufruhr. Und das hat mich dann erschreckt und so verängstigt, dass es für mich einfach sehr, sehr schlimm war. Der Flug, der ging 2 Stunden und als wir dort gelandet sind, dann hatte ich gesagt, nee, ich fahre mit dem Bus nach Hause von Bulgarien, ich fliege nicht mehr zurück, weil es wirklich schlimm war. Und ich konnte auch den Urlaub sehr schlecht genießen, weil ich immer an den Rückflug denken musste. Der Auslöser bei Lena, etwas gegen ihre Flugangst zu unternehmen, war ihre Hochzeit in diesem Jahr. Denn in den Flitterwochen sollte es auf die Malediven gehen, was bei 10 Stunden Flug damals noch unmöglich schien. Durch einen Zufall ist sie auf das Flugangstseminar gestoßen. Und wer könnte das besser führen als ein Pilot selbst? Ja, wir bieten ja als Allgäu Wings Rundflüge an. Und bei den Rundflügen sind wir immer wieder mit Leuten konfrontiert, die das Geschenk bekommen haben. Die also nicht irgendwie selber die Entscheidung getroffen haben, sondern die dann einfach irgendwie mit drin hängen und das halt mit mehr oder minder großer Freude machen. Und da hat man halt das ein oder andere Mal jemand dabei, der wirklich auch Flugangst hatte. Und nachdem uns das natürlich nicht egal ist, haben wir uns speziell um die Leute gekümmert und haben dann festgestellt, dass es ganz gut geht. Und dann haben wir eben gesagt, wir könnten uns überlegen, dass wir das professionell anbieten. Und haben uns da professionelle Partner gesucht und seitdem machen wir das auch professionell. Einer dieser Partner ist Stefanie Hartmann. Die Traumatherapeutin arbeitet schon seit über 2 Jahren mit Heiko Böhmer zusammen. Sie ist für die psychologische Begleitung des Seminars zuständig und steht den Teilnehmern an beiden Tagen des Seminars zu jeder Zeit zur Seite. Zu Beginn im Seminar ist es ja auch so, dass die Menschen die Angst mit in den Raum bringen. Die sind ja dann auch so ähnlich wie beim Fliegen angespannt und unsicher, was kommt da jetzt auf uns zu im Hintergrund oder zum Ende des Seminars soll ja auch ein Flug stattfinden. Und das heißt, die sind von Anfang an dann oft schon aufgeregt und angespannt. Und dann setzen wir auch an der Stelle gleich da an, wo es notwendig ist. Das heißt, in Richtung Entspannungsübungen, Atemübungen, Vertrauensübungen. Da den Menschen ein bisschen Sicherheit zu geben. Und wie immer bei psychischen Themen ist ja auch der Kontakt zwischen den Menschen wichtig. Das heißt, die Menschen sehen wir, auch die Piloten, ich als psychologische Betreuung, sind einfach nur Menschen und wir schaffen einen Raum des Vertrauens. Die Übungen werden so gestaltet, dass sie von den Teilnehmern auch während eines Fluges gemacht werden können und sie sich wieder an das Gefühl von Ruhe und Vertrauen erinnern. Ja, dann lade ich euch ein für den Moment, wenn ihr mögt, mal die Augen zu schließen. Schaut mal, ob das euch möglich ist. Und die Aufmerksamkeit von außen nach innen nehmen. Das heißt, so wie ich draußen nach der Landschaft schaue mit den Augen, schaue ich jetzt mit meinem inneren Auge auf die innere Landschaft. Ich nehme also wahr, wie ich jetzt hier im Moment auf dem Stuhl sitze. Nehme wahr, wie der Atem kommt und geht. Gehe mit der Aufmerksamkeit zu den Füßen und spüre den Boden unter den Füßen. Doch wie heißt es so schön? Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und deshalb gibt es einen Flugsimulator. Hier kann jeder, auch ganz ohne Vorkenntnisse, mal einen Airbus selbst fliegen. Dann mal losstarten. Du darfst jetzt hier gerade auf den linken Sitz sitzen. Du bist ja heute Kapitän auf dem Flug. Der Simulator soll in Zukunft auch Teil des Seminars werden.
Beim Starten, Fliegen und Landen des Flugzeugs kann die Technik hautnah erlebt werden, ohne dass man die Angst haben muss, dass etwas passieren könnte. Schließlich hat man das volle Fluggefühl, ohne abzuheben. In die neutrale Position zurückgehen, ein bisschen drücken, jawohl, wunderbar. Also der Flugsimulator kann helfen bei so Einzelseminaren, wenn wir den machen, dass Leute einfach sehen können, wenn ich das einigermaßen beherrschen kann in dem Simulator, dann können es natürlich die Leute, die professionell damit umgehen, die das jeden Tag machen, die das gelernt haben, die zu zweit sind, die echt die Profis sind, die alle Notfälle durchgespielt haben, können die das auch. Und es hilft vor allem sehr häufig auch viele Vorurteile, die man halt hat, weil man bestimmte Informationen einfach nicht hat, dass man die abbauen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel im Flug die Triebwerkshebel zum Beispiel auf Leerlauf nimmt, dann ist es ja so praktisch, wie wenn wir ausschalten würden, die Triebwerke. Und was passiert? Da passiert überhaupt nichts. Also die Geschwindigkeit wird halt ein bisschen geringer. Das kann man aber ausgleichen, indem man einfach in einen leichten Sinkflug übergeht. Aber das Flugzeug stürzt nicht ab, was eben manche Leute glauben. Oder dann so Sicherheitsmechanismen, ja, die kann man halt mal im Flug erleben. Wir können sie hier jetzt in dem Flugzeug im realen Leben, können wir sie nur zeigen und vorstellen. Aber wir wollen natürlich nicht, dass auf dem Flug mit den Flugangstteilnehmern tatsächlich die Strömungsabrisswarnung mal anfängt zu tönen. Das kann man im Simulator alles ganz gut machen. Natürlich kann der Simulator auch einfach nur Spaß machen. Als Kapitän kann man den Airbus zum Beispiel von München nach Innsbruck fliegen. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und das macht man ja auch nicht jeden Tag. Das ist dann schon auch was Tolles und ja, man fühlt sich dann halt wie der Pilot und das ist schon ein sehr cooles Gefühl. Aber die Flugangst kann nicht allein durch eine Simulation gelindert werden. Sie ist nur ein Zwischenschritt zum eigentlichen Flug. Doch davor wird das Flugzeug ganz genau unter die Lupe genommen. Immer mit dabei ein Co-Pilot. Hallo. Hallo. Grüß dich, servus. Grüß dich, Michael. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach gleich mit unserem Rundgang. Schauen uns all diese ganzen Komponenten an, die wir vorher schon mal in der Theorie gesehen haben. Und gehen dann auch mal ins Flugzeug, bewegen mal alle Steuerflächen und schauen uns an, wie das insgesamt so läuft. Okay. Okay? So, dann würde ich sagen, starten wir einfach einen ganz normalen Rundgang um das Flugzeug, so wie es der Pilot eigentlich jeden Morgen bzw. vor dem ersten Flug an dem Tag dann macht. Dann machen wir jetzt mal das Flugzeug auf. Das macht der Pilot also natürlich auch jeden Morgen. Und beginnen mal mit dem Cockpit-Check. Das ist so der erste Punkt. Wenn man einen Flug beginnt und wenn man das Flugzeug durchcheckt. Man guckt dann im Flugzeug, ob irgendwelche Dinge sind, die irgendwelche Fremdkörper zum Beispiel. Kriegt man also wirklich bis unten rein zu den Pedalen. Die Pedale hast du vorher schon auch mal im Simulator gesehen. Mhm. Noch nicht bedient zwar, aber du hast gesehen, dass man hinten da das Seitensteuer da damit bedient. Und da guckt man wirklich rein und schaut, ob da irgendwelche Schraubenzieher, irgendwas zu sehen ist, was möglicherweise die Steuerung kontrollieren könnte. Du darfst gerne mal reingucken. So, es gibt auch hier zu diesem Rundgang auch eine Checkliste. Wir machen ja alles nach Checkliste und damit können wir sehen, dass wir eben nichts vergessen. Checkliste sieht also dann so aus, ist in Englisch gehalten, Englisch die Fliegersprache. Und da gehen wir jetzt einfach Punkt für Punkt, gehen wir dann da durch und schauen, dass alles richtig eingestellt ist oder auch alles vorhanden ist. Ums Flugzeug herumlaufen, alles anfassen, was man anfassen darf und natürlich ganz wichtig, perfekt. Hineinsetzen. Wunderbar. Denn was schon im Simulator begutachtet werden konnte, kann hier in echt angeschaut werden. So, dann schauen wir uns einfach mal an, was wir so als Piloten alles noch mal vor uns haben. Im Technikseminar haben wir dieses Feld hier vor allem schon mal gesehen. Mhm. Und was wir jetzt halt anschauen, ist, was haben wir da für Anzeigen? Was haben wir für Steuerbedienelemente? Die wichtigsten Anzeigen, haben wir gelernt, sind im sogenannten Basis-T drin. Ja? Das heißt also, man hat dieses T, das gebildet wird durch den Fahrtmesser, durch den künstlichen Horizont, damit wir immer die Lage in der Luft uns anschauen können, durch einen Höhenmesser und durch einen Kursanzeiger. Das sind die allerwichtigsten Instrumente, die man beim Fliegen braucht, die eigentlich auch jedes Flugzeug hat, in mehr oder minder ausgeprägter Form. Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Wir hatten ja am Anfang dieses Gruppengespräch, wo dann jeder von seinen Erfahrungen erzählt hat. Das war für mich selber sehr emotional und sehr schwierig gewesen. Ich hatte sehr mit mir zu kämpfen.
als ich dann von meiner Erfahrung nach dem Flug, zu dem Flug nach Bulgarien berichtet hatte. Und fand dann auch sehr hilfreich, als die technischen Details uns erklärt wurden. Das hat mir dann gezeigt, okay, alles ist dreifach abgesichert, dir kann wirklich nichts passieren. Jeder durfte seine Fragen stellen, sodass nachher wirklich überhaupt nichts mehr offen blieb. Und die Entspannungsübungen, die haben auch, einem auch sehr geholfen, auch bei meinem Flug, den ich dann gemacht habe auf den Malediven. Da habe ich mich dann selber auch mit diesen Entspannungstechniken beruhigt und habe dann somit auch geschafft, die Angst zu besiegen. Und auch der Weg zum eigentlichen Flug wird den Seminarteilnehmern so angenehm wie möglich gemacht. Es kann so oft gestoppt werden, wie sie wollen, auch wenn sie schon auf dem Rollfeld sind. Wir haben teilweise Situationen, wo wir vom Gate bis zum Startpunkt in 10 Minuten gerollt sind mit allem drum und dran. Und dann haben wir auch schon eine Situation gehabt, da haben wir eine halbe Stunde gebraucht. Weil halt einfach immer wieder, wenn die Flugangsttherapeutin merkt, dass das Level an Anspannung durch Informationen, durch Sehen, durch Hören und so weiter, wenn das das Maximum praktisch erreicht hat, dann unterbrechen wir die Situation, gehen nochmal ein Stück zurück, machen wieder Entspannung, solange bis wir wieder in der Lage sind, da weiterzumachen. Und dann geht es erst den nächsten Schritt und letztendlich dann zum Flug. Und in aller Regel sind die Leute hinterher total glücklich, dass sie das für sich selber bewältigt haben. Lena hat diesen ersten Flug nach 2 Jahren schon gemeistert und ist seitdem ja auch schon auf den Malediven gewesen. Daher ist ein weiterer Rundflug in der kleinen Cessna auch gar kein Problem mehr für sie. Ein sehr befreiendes Gefühl. Man hatte vorher diese Angst gehabt, man ist eingeschränkt, man kann nicht fliegen. Und ja, bin froh, dass ich dieses Seminar gemacht habe. Bin froh, dass ich die Flitterwochen auf den Malediven verbringen durfte. Und ich hatte auch überhaupt keine Angst mehr dann. Und ja, also das ist für mich natürlich und für uns alle, die das Seminar leiten, ein sehr schönes Gefühl, wenn wir danach erleben, wie glücklich die Menschen sind, wie sie das Fliegen genießen können. Und tatsächlich vielleicht mit der Erfahrung, dass es gar nicht so viel mehr braucht als dieses zweitägige Seminar. Ich glaube, wir hatten kaum einen Teilnehmer, der es nicht geschafft hat, in den Flieger zu gehen und auszusteigen und einfach das ganze Gesicht zu strahlen. Das ist ein unglaublich schönes Gefühl, das muss man wirklich sagen. Weil, wenn man jetzt mal meine Geschichte hernimmt, ich bin ja nicht als jemand gestartet, der im zwischenmenschlichen Bereich dann Leuten tatsächlich irgendwie helfen kann, ähnlich wie im Arzt oder irgendwie so. Bin gestartet als Diplom-Betriebswirt irgendwann. Und ich hatte mir nie gedacht, dass ich jetzt auf meine alten Tage nochmal in der Lage bin, halt Leuten wirklich oder beizutragen, Leuten wirklich zu helfen. Aber wenn man mitkriegt, dass man den Leuten helfen kann, dass die wirklich mit, vielleicht nicht mit Freude, aber mit Ruhe und mit Gelassenheit in ein Flugzeug steigen können, dann ist das für uns wirklich ein ganz tolles Gefühl.